willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute wieder mit einem neuen Video und zwar miste ich zusammen mit euch meinen Kleiderschrank aus. Ich habe ja letztes Jahr schon sehr viele Ausmist-Videos gemacht, weil ich ja umgezogen bin. Und jetzt gerade ist ja so im Trend auf YouTube, dass man alles anzieht aus dem Kleiderschrank und damit dann ausmistet. Und ich dachte mir, ich drehe auch so ein Video. Aber ich hatte es halt schon länger vor, einfach weil ich finde, man fühlt sich danach einfach so viel besser, wenn man ausgemistet hat. Ich habe einfach wieder viel zu viele Klamotten, die ich nicht anziehe. Und ich werde natürlich auch alles anziehen, damit ihr auch alles seht. Und ja, ich achte jetzt generell mehr auf so Schnitte, auf die Stoffe und gucke einfach, was mir wirklich steht und was ich wirklich gerne anziehe. Und mir ist halt aufgefallen, zum Beispiel mag ich sehr enge Klamotten nicht mehr so gerne an mir, einfach weil ich finde, das sieht nicht so vorteilhaft bei mir aus, weil ich so ein kleines Bäuchlein habe. Aber das ist so schlimm. Dazu kommt, dass ich einfach auch nicht unnötig viel besitzen möchte. Also ich habe jetzt wieder angefangen, wieder mehr auszurangieren in meiner Wohnung und ich werde da, glaube ich, auch nochmal so eine kleine Tour machen. Wenn ihr da Lust drauf habt, könnt ihr hier sehr gerne mal abstimmen in dem i oder unten in die Kommentare schreiben. Dann mache ich so eine komplette Tour mal durch die Wohnung, dass ich da alles ausmiste. Und ja, und deswegen dachte ich mir, ich räume heute meinen Kleiderschrank mal aus. Aber ich denke nicht, dass ich alles schaffen werde. Deswegen werde ich mich, glaube ich, in diesem Video jetzt nur auf meine Oberteile konzentrieren und dann wird es einfach noch ein Teil 2, Teil 3 geben, je nachdem, wie ihr das findet. Also lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da oder schreibt es mir unten in die Kommentare, wie ihr das findet, wenn ich sowas jetzt drehe. Und dann würde ich sagen, ich zeige euch mal meinen Kleiderschrank und meine Kommode. So, wer meine Vlogs vielleicht sieht, weiß, ich habe einfach nur hier diesen IKEA-Schrank. Da bewahre ich halt einfach so meine Blusen, meine Kleider und alles auf. Und dann habe ich hier drüben noch eine Tür und da bewahre ich alles so an Jacken und ja, so leichten Cardigans oder sowas auf. Und ja, wie gerade schon erwähnt, hier sind nicht alle Sachen drin, weil ich auch noch sehr viel im Keller habe. Das werde ich dann später mal ausrangieren, weil das eher Winterklamotten sind. Und ich hatte euch ja gerade erklärt, dass ich meine frisch gewaschene Wäsche tue ich einfach alles hier so ran. Und dann sehe ich einfach, was ich hier hinten halt vielleicht gar nicht anziehe. Und ja, da bin ich halt mal gespannt, ob ich davon auch ganz hier wegtun werde, weil das habe ich jetzt irgendwie doch sehr lange noch behalten. Ich habe ja öfters schon mal ausrangiert. Und das hier sind einfach so leichte Pullover, die ich eigentlich fast gar nicht jetzt im Sommer anhatte, weil es doch sehr warm war. Werde ich jetzt aber auch schon durchgehen, da habe ich weniger dann zu tun, wenn es dann im Winter sich zuneigt. Genau. So, jetzt habe ich alle meine Sachen hier aufs Bett getan und werde jetzt eigentlich alles auch nur noch anprobieren. Das werde ich im Schnelldurchlauf machen, weil ich denke, sonst wird das Video mega lang und ich möchte jetzt kein 20-minütiges Video auf meinem Kanal unbedingt hochladen. Und ja, dann fangen wir mal an. Achso, ich habe übrigens meine Kleider jetzt nicht mit dazu getan, weil ich möchte erstmal schauen, wie lange ich jetzt dafür brauche. Wenn ich mir jetzt aber denke, okay, die passen jetzt auch noch mit rein, mache ich das noch mit rein, ansonsten. So, das hier wäre jetzt schon das erste Teil. Das habe ich meiner Freundin und ich sehe auch gerade, es ist sehr, sehr durchsichtig. Aber das stört mich eigentlich nicht, weil ich ganz oft doch einfach solche Bandeaus oder sowas trage. Und ich habe das letztens erst in einem Video getragen und ich fand das eigentlich ganz cool, wenn man das so vorne ein bisschen reinstecken kann. Ich trage das gerne irgendwie so hier. Und ja, ich mag auch hinten den Ausschnitt sehr gern. Deswegen denke ich mal, auf jeden Fall behalten. So, das hier zum Beispiel ist so ein stinknormales Basic-Top und so trage ich das gar nicht mehr, aber ich trage das immer so drunter und da, keine Ahnung, wenn ich so Blusen habe oder ja, bei irgendwas halt drunter und deswegen, ich habe halt gerne nochmal so Basic-Teile, also gerade so weißes Top, schwarzes Top, vielleicht noch ein graues Top und die habe ich halt aber auch schon ewig eigentlich und ich ziehe die aber immer wieder an, weil man braucht solche Basics einfach. Deswegen darf das bleiben. Das zum Beispiel finde ich auch mega schön, aber ich trage das mega selten, also so richtig, richtig selten. Ich weiß gar nicht warum, weil ich mag den Ausschnitt irgendwie voll, ich mag so dieses große Runde und den Schnitt eigentlich auch, die Farbe meine ich. Also keine Ahnung, warum ich das irgendwie nie trage. Ja. Also ich behalte es mal noch und dann mal schauen, wie das nächste Mal ist, ob ich es dann getragen habe, aber erstmal behalte es noch. Das hier hatte ich mir mal bei Wish bestellt. Ich habe einige T-Shirts von Wish, muss ich sagen. Und ich finde witzigerweise die Qualität bei vielen echt überraschend gut.
Und von dem her eigentlich auch, aber ich finde das irgendwie so kurz geschnitten, das mag ich irgendwie gar nicht. Also, ich weiß nicht. So, ich glaube, es ist jetzt einfacher. Ja, das hier erinnert eigentlich relativ an dieses eine, was ich, glaube ich, ganz am Anfang an hatte. Das habe ich auch schon sehr, 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 sehr lange. Und nicht wundern, wenn ich immer runter gucke, weil da ist der Bildschirm. Aber ich mag das übelst gern, auch wenn das hier auch schon ein paar Löcher hier unten hat. Ich mag das irgendwie trotzdem gern. Ich stecke mir das halt vorne gern so in die Hose. Und dann ist es halt einfach so ein, es ist einfach so ein T-Shirt, wenn man gerade immer so einen Tag hat, wo man sich so denkt, ich bin so aufgebläht oder habe jetzt viel gegessen oder man geht viel essen oder so. Ich weiß nicht, ich mag das total, ich mag auch die Farbe. Und deswegen bleibt das auch noch da, weil ich trage das auch noch wirklich gerne. So, bei dem zum Beispiel bin ich mir so richtig unsicher, weil ich weiß nicht, an sich, den Ausschnitt an sich finde ich okay. Aber ich ziehe es nie an. Das ist eins von den T-Shirts, was wirklich drüben war. Also was wirklich hinten war, was ich nie angezogen habe. Ja, ich glaube, das geht einfach jetzt. Boah, das hier, ist, ich glaube, das ist eigentlich derselbe Schnitt wie dieses hellgrün Türkis, was ich hatte, was ich so schön fand eigentlich, weil es auch so hier ist und ich finde das auch sehr schön, aber es ist so eng. Ich weiß nicht, es ist bestimmt dieselbe Größe, aber irgendwie... Leute, ich habe auch gerade ein bisschen Angst, weil ich gerade mal mitbekommen habe, dass der Stapel, der weggeht, viel größer ist als der Stapel, der da ist. Ich habe gefühlt 5 T-Shirts nur da liegen, die bleiben. Also irgendwie, weiß ich nicht, ich habe da gerade voll Angst. Ja, das bleibt, weil das ziehe ich immer mit so einem Rock zusammen gerne an, weil das so zusammen passt. Und ich mag auch, dass es hier so schön locker ist. Dann hat man nicht so Angst, dass man so schwitzt und dass man es halt so doll sieht. Genau, also ich finde es eigentlich total schön. So, das hier bleibt auf jeden Fall. Also ich war halt mal bei Tenzing und deswegen, das bleibt auf jeden Fall, weil ich war da fast 10 Jahre drin. Also, genau. So, das hier behalte ich auf jeden Fall auch, das ist Merch, das ist von Julian Bam, die man hier sehen kann. Das hatte ich von meiner Oma bekommen, genau, behalte auf jeden Fall, weil das ziehe ich auch sehr oft an. Das ist auch so ein Oberteil, was ich von Wish habe und ich finde es total süß und finde das auch vom Stoff her total cool und es ist luftig, ja, ich mag das und deswegen darf es bleiben. So, wir sind mittlerweile jetzt bei den Pullovern angekommen, die noch drin waren, diese leichten. Mir graut es ein bisschen, weil es ist jetzt auch nicht so kalt hier drin. Aber ja, okay, muss ich jetzt durch. Den habe ich mir auch erst sogar dieses Jahr gekauft. Also den behalte ich auf jeden Fall, weil ich finde den einfach sehr, sehr schön. Und der ist nicht so lang, aber auch nicht so kurz. Und ich mag das. Genau. So, wir sind jetzt mittlerweile so bei Blusen angekommen. Dieses Oberteil habe ich mir in Spanien mal gekauft, vor vielen Jahren. Und habe es tatsächlich dann irgendwie nie getragen, keine Ahnung wieso. Und dann hatte ich das aber in irgendeinem Urlaub, glaube ich, mit meinem Bruder an. Ich glaube in Italien oder in Spanien, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, seitdem trage ich das so gerne mit kurzen Hosen einfach, weil ich finde das irgendwie, es ist mega luftig, es ist auch hinten. No? Es ist total luftig, es ist einfach nur aus Spitze und weiß nicht, also ich habe das dann wirklich erst jetzt so vor so 2-3 Jahren lieben gelernt, also das bleibt. Die Bluse zum Beispiel finde ich mega, mega schön. Ich trage die halt nie so irgendwie, also nur diese Bluse, sondern ich trage das zum Beispiel gerne mit meinem schwarzen Latzkleid oder ja, keine Ahnung, irgendwie so wie, also so irgendwas drunter sozusagen. Von dieser Bluse hier zum Beispiel habe ich
ich glaube, 3 Stück insgesamt in verschiedener Ausführung. Und die mag ich alle 3 gerne. Die habe ich meiner Mama bekommen, das war dieses Jahr. Da hatte sie ausgemistet. Das mache ich jetzt mal nicht zu, weil ich einfach zu faul bin, jetzt alle Blusen auf und zu knüpfen. Aber das trage ich sehr, sehr gerne zu schwarzen Basic-Shirts drunter. Dann habe ich es nämlich einfach offen und man kann es halt auch sehr gut dann einfach hochkrempeln oder irgendwie noch irgendwo reinstecken. Also ich finde solche Hemden einfach übelst praktisch und ja. Das hier habe ich mir erst auf dem Flohmarkt gekauft. Das heißt erst, ich weiß nicht, wann das war. Das kann doch schon letztes Jahr gewesen sein, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall kam das bei mir auch schon in einem Lookbook vor und ich finde das total schön. Es hat auch nochmal so Schnüre, wo man es nochmal so ein bisschen festmachen kann. Und ich mag das total. Also einfach mal mit Strumpfhose drunter. Super. Das ist jetzt hier mein Stapel, der bleibt. Und das ist der Stapel, der weggeht. Also ich finde das voll krass, weil... Also hier muss ich nochmal aussortieren, weil hier sind Sachen drin, die ich wahrscheinlich nicht mehr so verkaufen möchte oder weggeben möchte. Aber sehr, sehr viel wird auf Kleiderkreise, glaube ich, landen. Und ich bin überrascht, wie viel das ist. Also, ja, krass. So, meine Lieben, das war's mit dem Video. Ich bin fertig, also nur mit meinen Oberteilen. Aber es hat doch ganz schön lange gedauert. Also ich glaube, es ist ganz gut, dass ich mir jetzt nicht vorgenommen habe, den ganzen Kleiderschrank irgendwie hier so auszumisten. Und ihr könnt mir mal sehr gerne schreiben, ob ihr das cool findet. Dann könnt ihr sehr gerne hier mal abstimmen oder ihr könnt es mir sehr gerne auch unten in die Kommentare schreiben. Ich freue mich wirklich über Feedback. Also schreibt über jeden einzelnen Kommentar. Also schreibt gerne unten rein. Und ja, also und dass ihr jetzt denkt, das wird alles irgendwie weggeschmissen oder so. Ich verkaufe sehr viel auf Kleiderkreise. Der Kanal ist auch immer unten verlinkt in der Infobox. Falls ihr da gerne mal reinschauen wollt, falls euch irgendwas gefallen hat an den Basics oder so, könnt ihr da auch sehr gerne für mich da einfach anschreiben. Und ja, im Großen und Ganzen fühle ich mich jetzt eigentlich soweit wohl, weil ich jetzt doch viel mehr Platz habe wieder. Und ich glaube, ich werde aber natürlich wieder bald irgendwie einkaufen gehen. Also ich habe mich mit einer Freundin schon verabredet, dass wir bald wieder ins Humana gehen. Mal schauen, vielleicht finde ich da schon wieder was. Und ja, dann war es das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video hoffentlich bald wieder. Tschüss! So, das muss jetzt irgendwie noch aufgeräumt werden.